Demokratie braucht auf jeden Fall Zuhören, ne? Auf erstmal ein Miteinander, das finde ich unwahrscheinlich wichtig. Demokratie braucht Wertschätzung, ja, dass man auch Meinungen, die nicht die eigenen sind, wertschätzt. Demokratie braucht Verantwortung und Eigeninitiative. Die Demokratie braucht Menschen, die hinter ihr stehen und die auch nicht vergessen, was die Alternative zu einer Demokratie wäre. Demokratie braucht Respekt und dass man sich gegenseitig zuhört. Und Unterstützung. Demokratie braucht Mut und Akteure, die Lust darauf haben, sich gerade in Zeiten, wo es Demokratie in Frage gestellt wird, auch sich für Demokratie einzusetzen. Und das ist leicht gesagt, aber im Alltag und in der Begegnung, gerade mit antidemokratischen Aussagen, nicht immer so leicht. Demokratie braucht Spaß. Demokratie braucht Ehrlichkeit. Demokratie braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen, sich für das gesellschaftliche Miteinander einzusetzen. Demokratie braucht eine feine Mischung zwischen den Dingen, die unverrückbar sind, die Dinge, die sich nicht ändern und immer gleich bleiben, wie das Grundgesetz. Dazu kommen dann aber die Dinge in einer Demokratie, die immer bereit sein müssen, sich zu ändern, wo Innovationen willkommen sind, wo Begegnungen etwas Neues bringen und wo man sich verändern kann. Demokratie braucht eine freie Meinung. Demokratie braucht eine Gesellschaft der vielen, die sich nicht nur für Demokratie engagiert, sondern auch vorlebt, dass Demokratie mit Vielfalt, mit Diversität und mit den Chancen für alle, die hier leben, zu tun hat. Ja, Demokratie braucht Mut. Und auch das Loslassen vielleicht von festgeglaubten Strukturen, sich auf neue Wege wagen und einfach loszulegen mit viel Spaß auch und Freude. Demokratie braucht für mich erstmal Offenheit, Toleranz und Respekt miteinander. Demokratie braucht ganz viele junge Menschen, alte Menschen und Zusammenarbeit, um viel zu erreichen und starke Hände. Demokratie braucht Zeit und Diskussion. Demokratie braucht uns.